Wir sind hier auf dem Traubenhof in Koltern. Wir sind ein reiner Weinbaubetrieb und vor kurzem biologischer Betrieb geworden. Ich glaube schon, dass mir das auch mitgegeben worden ist. Die Freiheit zur Natur, die Freiheit zum Produkt Wein. Drei Generationen wohnen auf dem Hof. In den Empfangsraum, da kommen die Gäste an. Ich erkläre ihnen so die wichtigsten Sachen, was sie da finden. Von Brötchenservice, von Getränkeschrank bis dahinter mir die hofeigenen Produkte. Bis 2010 haben wir keine Rezeption gehabt. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was speziell für die Jungen, die danach interessiert sind, den Urlaub vom Bauernhof zu übernehmen, wichtig ist, dass wir einfach zusammen einen eigenen Bereich geschaffen haben, wo man mit den Gästen einfach ein Gespräch führen kann, ohne dass sie in den Privatbereich von uns reingehen. Dann ist so das mit der stillen Post entstanden. Auf dem Zettel können die Gäste Notizen hinterlassen, sie möchten gerne noch ein paar Handtücher oder sie brauchen sonst noch irgendetwas oder sie hätten Fragen zu irgendetwas. Also wir bieten Frühstück im Korb an. Das heißt, der Frühstückskorb kommt vor die Haustür. Vor allem, wenn die Gäste dann das alle Tag gebucht haben, dann ist es toll, wenn ein bisschen Vielfalt drinnen ist. Heute gibt es ein Müsli, morgen gibt es ein Porridge. Oder ja, man kann kreativer sein. Und ich bin ganz gerne ein kreativer Mensch. Wir haben früher einen normalen Balkon gehabt, jetzt haben wir einen eingeschnittenen Balkon geschaffen, wo sie auch draußen frühstücken können. Wenn sie nach 2-3 Jahren wieder kommen, wissen sie ja genau, ja, in der Wohnung Wein, die war toll und die Wohnung Holz war toll. Holz macht einfach eine tolle Atmosphäre. Mir ist auch wichtig gewesen, dass wir auf die Bäden und auch in die Bäder mit Harz arbeiten und dass wir es so natürlich und so traditionell machen. Aber auch ein Touch modern, dass wir alles kombinieren, so gut wie möglich. Die Wohnung und bin da reingekommen, war voll begeistert, ja, weil ich auch selber so auf Natürlichkeit stehe, ja, was so die ganzen Materialien und so weiter anbelangt. Ja. Diese liebevolle hier irgendwie, egal wo du hingehst, du entdeckst immer irgendwie was. Diese Laube, diese Pergola mit dem kleinen Bänkchen hinten drin. Für uns war es wichtig, eben auch so kleine Kraftplätze zu schaffen. Nicht nur für uns, aber eben auch für die Gäste. Da vorne haben wir Eberautpflanzen und mit denen mache ich ganz gerne einen Sirup. Und das schmeckt wie Coca-Cola. Dann sage ich auch, die Farbe müsste ich halt dazu denken. Die Silvia ist mit Begeisterung dabei. Die Gäste kommen an, sind meistens aufgeregt oder gestresst oder sind einfach urlaubsreif. Und wenn wir sie mit der Ruhe begegnen, dann haben wir gesehen, dann holen wir sie gleich einmal in den Urlaubsmodus her. Meine Gäste bieten die ganz die klassische Massage an mit dem selber gemachten Öl, was ich ansetze, mit den Kräutern aus dem Garten, mit der Sauna und ich bin medizinische Masseurin und das mit den Kräutern. Also das hat sich irgendwie super ergänzen können. Gleich am Anfang, wo wir gekommen sind, sind wir so herzlich begrüßt worden. Ja, man hat sich irgendwie gleich wohl gefühlt auch, ja, durch die Silvia. Das ist eigentlich auch eher unser
unsere Art Urlaub zu machen in der Ferienwohnung. Weil wir relativ aktiv auch sind tagsüber, ja, dann kommen wir abends heim, was machen wir? Wir ziehen uns kurz um und dann gehen wir noch eine Runde schwimmen, ja, im Naturpool. Es ist, ja, natürlich. Fast wieder heim. Wenn man jetzt einen Urlaub auf dem Bauernhof miteinander feiert, ist es ganz wichtig, dass jeder so seine Freiheiten hat und seine Qualitäten ausleben darf. Was ich auch ganz gerne tue, ist Radlfahren gehen. Es bietet sich an, in Kalternau wirklich tolle Radltouren zu machen. Und da machen wir wirklich einige davon. Durch den, dass wir auf dem Hof viele Angebote haben, ist es eben umso wichtiger, mit den Gästen und ein bisschen hinfühlen, herantasten, was tat ihnen am besten gefallen. Wenn Kinder da sind, nachher frage ich auch im ganzen Anfang auch, habt ihr Lust zum Basteln oder ein Stockbrot zu machen? Ich mache inzwischen noch beim Grillplatz die Weinverkostung gemütlich mit den Eltern und die Kinder machen mit der Silvia und mit dem Philipp gemütlich ein Würstel oder eine Stockpizza bei der Feuerschale. Das ist auch ganz besonders, speziell für die Kinder. Das sind Sachen, an die man sich einfach lange erinnert. In die Weinberge draußen ist man ja meistens allein und dann ist das irgendwo schon bergig, wenn man heimkommt und wenn man auch wieder einmal ein Gespräch mit einem anderen führen kann. Am meisten freut es mich, wenn sie so ein Leuchten in die Augen haben. Und das ist so ein schönstes Geschenk für mich.